ETP Award 2017 in Stuttgart. Dieser ist nun seit wenigen Minuten schon wieder Geschichte. Und es fehlt natürlich noch der Preisträger in der Kategorie ETF des Jahres. Und dieser ist jetzt bei mir mit Doug Rodewold. Er ist Leiter Vertrieb für ETFs bei der UBS für Deutschland und Österreich. Herr Rodewold, die UBS hat vor einiger Zeit gleich mehrere Nachhaltigkeits-ETFs aufgelegt. Einer wurde nun direkt davon zum ETF des Jahres gewählt. Wie überrascht sind Sie denn? Ja, ich bin schon ein Stück weit überrascht, wenn ich ehrlich bin, weil es auch für uns der erste Preis ist, den wir in Deutschland überhaupt gewonnen haben, auch im Rahmen dieser ETP Awards. Und daher freut es mich natürlich umso mehr, dass auch hier jetzt das Thema Nachhaltigkeit auch hier angekommen ist, von der Jury und auch von den Privatinvestoren als solcher dann auch gewählt wurde. Auf der anderen Seite überrascht es mich dann doch nicht, weil das Thema Nachhaltigkeit sich in den letzten 2 Jahren vor allem zu einem ganz maßgeblichen Thema, nicht nur für uns, aber auch für die gesamte ETF-Industrie entwickelt hat. Von daher, ja, so ganz überrascht bin ich dann doch wieder nicht. Dann schauen wir mal etwas näher hin. Wann ist dann ein ETF nachhaltig? Was muss ein Unternehmen mitbringen, um in einen solchen ETF aufgenommen zu werden? Ja, ist eine super spannende Frage, weil das Problem bei Nachhaltigkeit ist, dass es keine einheitlich definierten Nachhaltigkeitskriterien wiederum gibt. Das heißt, es gibt auch unterschiedliche Anbieter dort in dem Bereich. Für uns ist ganz maßgeblich gewesen, wir arbeiten seit 2010 auf der Aktienseite, aber auch jetzt zunehmend auf der Anleiheseite mit MSCI als Nachhaltigkeitsanbieter zusammen. Und nachhaltig sind dann die Unternehmen, die quasi einen dreistufigen Prozess durchlaufen. Das sind zum einen die wertebasierten Ausschlüsse, dann ein sogenannter Best-in-Class-Ansatz und dann auch ein Negativ-Screening, wo dann abgeprüft wird, ob ein Unternehmen Gegenstand von massiven Kontroversen ist. Gemeinhin heißt das gerne, dass nachhaltige Geldanlage oftmals zulasten der Rendite geht. Gilt dieses Vorurteil im Jahr 2017 immer noch? Nein, das kann ich widerlegen. Es ist natürlich auch ein Einwand, der uns oft entgegengehalten wurde. Es ist aber dann auch spannend, in den Gesprächen mit den Kunden wirklich auf die Performance-Details dann einzugehen. Ich denke mal, viele unserer Gesprächspartner sind auch vielleicht auch so ein bisschen geschädigt gewesen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit ging, gerade 2010, 2011, wenn man in Aktien von zum Beispiel Solaranlagenherstellern investiert hat und auch anderen alternativen Anlagen. Diese Aktien haben sich oftmals pulverisiert, aber das Thema Nachhaltigkeit jetzt im ETF-Bereich, das sind belegen auch mehrere Metastudien, dass Nachhaltigkeit keinen Performance-Nachteil bringt, in Einzelfällen sogar zu Performance-Vorteilen führt. Abschließend, auch von meiner Seite, herzlichen Glückwunsch. Das war ein Interview mit Doug Rodewold. Er ist der Leiter ETF-Vertrieb bei der UBS für Deutschland und Österreich. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke sehr.